Hallo und herzlich willkommen zurück bei den Sims 4. Ich bin Xali und ja, wo waren wir stehen geblieben? Ich bin ein bisschen verwirrt, weil mir schon wieder alles abgestürzt ist. Offensichtlich verträgt sich die Sims 4 nicht so sehr mit meinem Aufnahmeprogramm und ja, da stürzt dann ab und zu mal was ab und ich muss die Sachen dann neu starten. Ich werde jetzt aber nicht zu viel verraten, was ich hier gemacht habe. Boah, ist die Musik laut. Raus, aus, aus mit der schlechten Musik. So, unserem lieben Dorian geht es überhaupt nicht gut. Der ist total angespannt. Ich glaube, der muss langsam mal hier sich beruhigen. Und die liebe Xali muss natürlich mit dem lieben Dean quatschen. Und nicht am Computer rumhängen. Denn wir verfolgen ja immer noch eine kleine romantische Techtelmechtelei mit dem lieben Dean. Und vielleicht funktioniert es ja diesmal. So, von Herzen kommt das Kompliment und den Tag verschönern und vielleicht kann ich ihn ja auch mal anflirten. Ein Kompliment über sein Aussehen machen, ist eigentlich auch keine schlechte Idee. Immerhin sieht er wirklich ganz nett aus, der liebe Dean. Er ist nicht ganz so durchtrainiert wie in der Fernsehserie, aber das ist ja nicht so schlimm. Das kann man ja alles noch machen. Jetzt flirten wir auf jeden Fall erstmal ein bisschen. Und was haben wir denn hier noch zur Auswahl? Knuddeln? Gestehen, sich fragen. Ein Anmachspruch ist auch keine schlechte Idee. Er ist auf jeden Fall glücklich. Vielleicht funktioniert das dann ja. Und der liebe... Ah, sehr gut. Sehr gut. Dorian hat wieder Spaß. Oh, und sie setzt sich jetzt neben ihn. Sehr schön. Nein, nicht gehen, nein! Dean, du musst doch gar nicht gehen. Warum gehst du denn schon? Es ist doch noch gar nicht so spät. Es muss da wahrscheinlich zur Arbeit, oder? Jetzt ist sie gut gelaunt. Anmachsprüche im Spiegel üben. Das ist eigentlich eine gute Idee. Und der liebe Dorian muss gleich zur Arbeit. Vielleicht kann er da wirklich noch ein bisschen Fernsehen gucken. Das scheint ihm gerade gut zu gefallen hier. Und dann dürfte das alles nicht mehr allzu lange dauern, bis hier auch die Romantik endlich losgeht und die heißen Szenen sich abspielen. Ho, was machst du denn? Liebe Xali, ich weiß nicht, ob das so die beste Idee ist, sich hier mit Parfum und Mundspray einzusprühen. Wobei, solange sie die beiden nicht verwechselt. Oh, ein Küsschen. Oh Gott. Das ist wahrscheinlich ein bisschen viel. So, sie will ein Date planen. Dazu haben wir leider noch keinen Kandidaten. Und der liebe Dorian geht zur Arbeit. Wunderbar. Dann schauen wir mal, was die Xali nachher noch machen kann. Wie sieht's denn hier aus? Sie hat ihr Buch noch gar nicht fertig gelesen. Das könnte sie eigentlich machen. Und es sieht hier auch schon wieder aus wie Sau. Oh, wer ist denn da? Die Bella Grusel. Oh nein! Die haben wir ja vorhin eingeladen mit dem lieben Dorian. Aber der ist jetzt zur Arbeit gegangen. Tja, was soll man tun? So, sie ist da, glaube ich, immer noch am Üben. Komm, hör mal damit auf. Und bitte mal die Bella herein. Einmal reicht. So, und dann, wie sieht's denn aus? Mit unseren Bedürfnissen eigentlich ganz gut. Aber wir müssen auf jeden Fall heute noch das Buch fertig lesen. Weil, sonst haben wir hier keine guten Karrierechancen, wobei es sieht eigentlich ganz gut aus. Aber die Tagesaufgabe sollten wir auf jeden Fall noch erfüllen, sodass wir dann auf jeden Fall befördert werden. So, die liebe Bella steht da jetzt einfach rum. Wir könnten sie ein bisschen kennenlernen.
Wenn Sally fertig gelesen hat, vielleicht kann sie auch lesen, während sie mit der Bella sich unterhält. Nicht? Oder doch? Ah, Beto nein. Webster? Lieber so. Aber Dizzy nur Ward? ganz kurz kennenlernen, weil in Wirklichkeit. Ah, die liebe Bella ist familienbewusst. Dadurch, dass wir Dorian dazu verwenden wollen, sie ihrem Ehemann auszuspannen, könnte es sein, dass es dadurch natürlich ein bisschen schwerer wird. Ah, und wir sind jetzt. Wir können dir Beziehungstipps geben. Ich weiß ja nicht, ob das so eine gute Idee ist. Immerhin soll sie. Ach, kann das hier mal. Bitte, blöde Tipp, geh weg. Ich will. Weg, 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 weg. So. Von Herzen kommendes Kompliment. Liebe Bella, in deinem Sportoutfit siehst du super aus. Oder sind das ihre normalen Klamotten? Keine Ahnung. Was kennen wir denn noch über sie, liebe Bella? Ah, wir wissen, dass sie familienbewusst ist, aber wirklich viel mehr kennen wir noch nicht. Ah, sie ist gut, okay. Tiefgründige Unterhaltung. Wie findest du denn die Angriffe der Dinosaurier in letzter Zeit hier? Und außerdem hat der Tyrannosaurus doch eher kurze Arme. Jetzt möchte sie über ihr Baby quatschen und ich möchte über Camelot. Ah, über Spielstrategie diskutieren? Das ist vielleicht auch keine schlechte Idee. Vielleicht ist sie auch ein Geek. Oh nein, ich bin gelangweilt. Oh. Ich beschwere mich mal über die Langeweile. Ey du bist voll die langweilige Kuh. Ich weiß ja nicht, ob ich dich wirklich für meinen Bruder möchte. Nach Lieblingsautor fragen? Ich will eigentlich was lesen, weil ich gelangweilt bin. Okay, dann lese ich mal hier das Buch weiter. Oh nein. Jetzt ist sie beschämt? Okay, das sieht nicht gut aus. Bella ist auch beschämt. Ich glaube, das war keine so gute Idee. Mein kurzes Schlückchen vom Tee hier. So, dann lesen wir mal. Oh, es geht wieder um den Dinosaurier. Ich dachte, da ging es um den Bauer, der seinen Hund liebt. Aber schwimmende. Ih! Sie unterhalten sich über Bettnässen, über. Ew. Okay, kein Wunder, dass sie so ein Gesicht macht. Hier, guckt euch das mal an. Über vollgepinkelte Unterhosen unterhalten ist wirklich nicht so gut. Ich mach mal den Fernseher an, während ich mein Buch lese. Ach nee, die Stereoanlage. Weil du so furchtbar langweilig bist, doofe Bella. Hoffentlich hat die nichts mit anderen Bella zu tun. Selbstironisch scherzen könnte ich. Ich will ja nur das Buch fertig lesen. Wie weit bin ich denn da? 75% hat sie schon fast geschafft. Und sie geht jetzt mit der Musik mit. Und Sally hätte gerne ein bisschen Popcorn zu diesem Buch. Und glücklich ist sie wirklich nicht. Ah, Buch fertig gelesen. Sehr gut. Vielleicht können wir ihr ja was Lustiges erzählen. Oh, sie redet schon wieder über Wäsche. Was ist denn mit der los? Bella, warum redest du über schmutzige Wäsche und über Sport? Ich bin nicht sicher, ob das so eine gute Idee ist hier. Na, ich bin nicht unsicher. Du bist doof. Ah, jetzt bin ich inspiriert. Ich möchte meine Füße hochlegen. So, meine Füße hochzulegen ist mein bestes Bedürfnis. Und Bella ist auch wieder glücklich. Sehr schön. Also, sie möchte wirklich nicht über Games reden. Und ich kenne immer noch nicht ihr nächstes ihr nächstes, über Interesse reden, genau. Hier, ihr nächstes Merkmal kenne ich noch nicht. Und wir sind befreundet, immerhin. Oh, Geister habe ich gesehen und die waren wirklich gruselig. Das müsste ja genau in deinem Bereich sein, da du ja so mit Nachnamen heißt. Wir könnten ja auch einen verrückten Plan vorschlagen. Es hat geregnet und wir könnten ja ein Geodreieck verwenden, um den Regen abzuschalten.
Was rede ich eigentlich für einen Blödsinn? Und dann werden wir reich, wenn wir das regenabweisende Geodreieck erfinden. Ha, Bella findet das auch eine gute Idee. Wir könnten ein gemeinsames Foto machen. Das ist eine gute Idee. Ein bisschen Selfie. Ein Selfie. Selfie. Oh Mann. Ah, aber ich brauche eine andere Freundin, weil mit der kann ich nicht übers Zocken reden. Das ist voll doof. Neue Erfindung schreiben? Tratschen. Tratschen ist, glaube ich, ganz gut. Was möchte ich? Ein Instrument spielen? Nein. Das ist doof. Und ich möchte Geld verdienen mit einer Buchveröffentlichung. Oh, nein, und Dean steht vor der Tür. Nein. Oh Gott. Und ich habe ihn nicht reingelassen. Dean. Ja, ich lasse dich rein. Diese doofe Bella ist sowieso total langweilig. Komm rein, lieber Dean. Ach, sehr schön. Die Bella muss gerade gehen. Komm rein, Dean. Wir sind alleine. Komm schon. Jetzt haben wir endlich alle Zeit der Welt. So. Was machen wir denn? Den Tag verschönern. Und er mag mich. Er hat ein romantisches Interesse. Sehr schön. Dann können wir ihn ja hier gleich mal ein wenig anromanzen und ein wenig flirten. Oh, warum ist er beschämt? Nein, ich wollte doch nur mit dir flirten. Warum denn? Oh, schnelle Wiedergutmachung ist, glaube ich, ganz gut. Warum findet ihr das denn auch nicht gut? Komm, zieh deine Herzchenunterhosen an, dann wird alles wieder gut. Aber wir machen was freundlich kennenlernen. Romantik. Kompliment über Aussehen machen. Ha, ich bin Level 4 in Charisma, sehr schön. Und einfach noch nett bitten einzuziehen? Wow. Nein? Sicher nicht. Aber wir könnten vielleicht ihn einen Anmachspruch versuchen, weil das haben wir ja vorher geübt. Boah, die Riesendinger. Unglaublich, guckt euch das mal hier im Profil an. So, nein, jetzt ist er schon wieder beschämt. Ah, jetzt ist er kokett, Gott sei Dank. Puh. Aufreizend posieren? Okay. So, und er möchte am Computer spielen und wir möchten ihn aber lieber küssen. Lieber Dean, komm, weg da vom Computer. Ich will dich küssen. Schaut mal, Dean Winchester und Sullylicious erleben ihren allerersten Kuss. So muss das sein. Wunderbar. Und jetzt kriegst du gleich mal eine Rose hinterher, weil du so ein süßer Typ bist. Und Hände küssen. Ich weiß nicht, das ist irgendwie eine doofe Idee. Okay, er findet es wohl ganz gut. Oh, komm, wir sollten uns gemeinsame Grabplätze besorgen, weil irgendwie ist das ja auch super romantisch. Sie ist inspiriert und sie will ein Buch zu Ende schreiben. Was, du hast hier gerade einen süßen Typen da. Willst du nicht irgendwie was anderes machen, lieber dann? Händchen halten. Oh, und ich konnte gerade hier mein Bedürfnis erfüllen. Sehr schön. Und ich will jemandem ein Kompliment machen. Ah, Baby machen? Was? Zur Hölle. Das geht dann doch ein bisschen schnell. Ich glaube, das ist keine gute Idee. Kalt duschen? Das heißt, um mich irgendwie abzuregen? Nein, ich glaube, das ist nicht so gut. Ah, die süße Berührung eines anderen Sims. Heiß und süß. Wunderbar. Oh, ein Techtelmechtel. Nicht beim ersten Date. Nein. Das werden wir dann vielleicht noch ein wenig verschieben. Das wäre ja auch nicht so gut. Aber was ich mir gedacht habe, wir könnten vielleicht auf ein Date gehen. Es ist ja 11:30 eigentlich der
beste Ort. Boah, ey, die geht aber ran. Nein. Nein. Wir werden kein Baby machen und wir werden... Oh, willst du mein Freund sein, lieber Dean? Er will schon ins Bett gehen. Nein, er will wieder an den Computer. Hallo, ich will dich doch fragen, ob du mein Freund sein willst und du... Oh, jetzt tanzt sie aber hier schon wieder rum. Hallo, ich will dich fragen, ob du mein Freund sein willst und du setzt dich wieder an den Computer. Klassisch. Das hat sie jetzt aber irgendwie nicht gemacht. Hier, da. Ich kann irgendwie da nicht hingehen. Kann das sein? Warum denn nicht? Naja, wir könnten ja auch vielleicht erstmal auf ein Date gehen und dann fragen, ob er auf unser Angebot eingehen wird. So, jetzt würde ich aber sagen, ist das schon das Ende dieser Folge und in der nächsten Folge werdet ihr dann das romantische Date von Sally und Dean Winchester erleben. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis dann. Ciao.